Bla bla bla. Einfach nur, damit du deine Schnauze hältst. So, gehen wir jetzt erstmal hier rein. Lass uns hier nochmal hier angucken. Kluck, kluck. Kluck, kluck. Wundervoll. Was war jetzt hier nochmal? Ein so ein Gerät. Und das war's. Und ein Bild, was mir nicht hinterher guckt. Okay. Aber hier ist doch auch irgendwas. Jetzt mal ohne Scheiß. Irgendwas muss hier im Argen sein, oder? Ich guck mal weiter. Ich hab seit ein paar Tagen so ein bisschen Rückenprobleme. Da geht mir auch ein bisschen auf den Keks, ey. Echt. Also ein bisschen ist gut. Da geht mir ganz schön auf den Keks. Und die Bücher, die kommen jetzt gleich raus, ne? Ich lass ihn aber erstmal in Ruhe. So, okay, hier ist ein Leben. Ich kann nicht mal die Ego-Perspektive machen. Wie erbärmlich ist das denn? Ja, komm! Schön am Anfang des Levels, ne? Weißt du? Leck mich echt. Hey! Was warst du denn früher? Geh, worum finde meinen Visierkopf? Visierkopf? Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß direkt nicht, was ich mit dem Geist machen soll. Scheiße, ey. Ich werde nochmal sterben. Okay. Scheiße. Also was ich machen würde, ich würde mich da an dem ein bisschen vorbeimogeln. Hallo. Das ist auf jeden Fall mehr. Das ist so mehr als ein Kopf. Das ist ein ganzer verdammter Biber. Ich bin einfach mal ein bisschen in der Hoffnung, dass es ausreicht. Komm! Aha, daneben! Aha, daneben! Aha, daneben! Ei, okay. Wow, kiki, wow. Ich fühle dich einfach mal zu einem kopflosen Spacken. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwas bringt. Ah, bring! Genau. Oh mein Gott! Es reicht! Bitte. Da, guck! Tatsächlich. Es ist doch. Okay. Das ist deine Frisur. Oh, du bist so süß. Wenn ich fliege, fange ich. Was? Fange ich die Zugabe? Wenn ich fliege, fange ich die Zugabe. Ein Falsch zum Richtig gemacht. Was redet ihr da? Ihr rafft's nicht. Tada! Euter Nummer 4 ist das, ne? Wobei, der ist der dritte. Er müsste der vierte gewesen sein. Jupp. Mir fehlen noch ganz, ganz viele grüne Moppets. Das ist ja schön. Ich hab irgendwo einfach mal einen kompletten Bereich nicht gemacht. Okay, 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 okay. Die Frage ist nur, wo? Das würde mich brennend interessieren. Scheiße, okay. Ja, da auf jeden Fall nicht. Da war nur die Survival-Round. Ich muss nur auf die Bodenlöcher aufpassen. Nicht, dass ich mir jetzt hier mich selbst umbringe damit. Das wird ziemlich erbärmlich. Da oben war nur der Taubsauger. Hier war nix. Ja, ich muss aber hier rein. Was könnte ich hier machen können? Tun. Ah, okay. Hiermit wäre die Frage beantwortet. Nee, tatsächlich kriege ich die nur mit der Peitsche kaputt. Also irgendwas muss es mit dem Rittergedöns auf sich haben. Und mit der Tussi. Vielleicht. Wo ist irgendwo ein Knöpfchen, was ich noch nicht gesehen habe? Kann man die Lichter ausmachen? Nee, ne? Okay. Mir fehlt noch auf jeden Fall etwas. Und da kann ich bestimmt rein. Ich kann mich da leider nicht. Ah, ich hasse es, wenn ich keine Ego-Perspektive machen kann. Mit welchem Recht? Ah, da ist, glaube ich, nichts hinter. Ja, gut, dann müssen wir weitersuchen. Du bist auch verflucht.
das Bild. Ich kann hier was mit dir machen. Aber nur mal einmal fragen, ob wir hier was mit dem Bücherregal machen können. Kannst du mal reinmachen. Ein bisschen was zerstören. Nee, und... geht auch nicht. Also, geht auch nicht. Scheiße. Ja gut, hier können wir noch einen kaputt machen. Ui. Ja, bringt aber schon ein bisschen was, ne? Hier war nur das Leben. Kann nicht die Kamera drehen, ich hasse es! Gerade gesagt, oder vorhin, ja, zu Anfang der Aufnahme, ist eigentlich ganz cool, dass man das so machen kann, nur. Weil blablablablub. Da oben ist nichts mehr, ne? Komme ich vielleicht auf die Uhr drauf? Nicht betätigen den Schalter. Sieht auch sehr verdächtig aus, ne? Ich bin wahrscheinlich wieder nur irgendwas ein. Nee, geht nicht. Ah, okay. Dann müssen wir halt etwas suchen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit den Bildern hier zu tun hat, aber ich habe ja keine Waffen oder ähnliches, die ich dafür jetzt einfach so mal verschwenden könnte. Vielleicht muss ich einfach nur das Mobiliar vernichten. Das kann ich eigentlich in der Regel ganz gut. Ist okay. Oh! Okay. Ich will noch mehr haben. Ich will noch mehr haben. Und ein Euter. Also Bilder, okay. Bilder, Bilder, Bilder. Habe ich verstanden. Ich will mehr Bananenbilder finden. Double B. Nein! Ich muss jetzt nicht verrecken. Das wird mir jetzt nicht gut tun. Da ist ein Bananenbild. Okay, da muss ich mir auf jeden Fall mal... gucken. Im anderen Level. Da waren auch Bananenbilder. Ich habe die versucht, hier runterzuschlagen. Das ist natürlich nicht schlecht, aber das löst trotzdem nicht mein Problem, wie ich letztendlich dann zu dem scheiß blauen Ballon komme. Weil da fehlen mir ja noch zwei Euter. In dem anderen Level. Aber könnte vielleicht eine Erklärung dafür sein, warum mir da noch drei von den Murmeln fehlten. Na klar, das muss man natürlich auch wissen. Gapsa! Hier ist nix. Mir fehlt auch nicht mehr so viel. Aber wenn ich das jetzt schaffe, dann ging das eigentlich das Level recht fix, zumindest für meine Verhältnisse. Dafür, dass ich das noch gar nicht kannte. Aber ich tippe eher, das fehlt mir irgendwo im Labyrinth, die drei Murmeln. Was mich auch natürlich hart freut. Ich bin auch kurz hier oben rein, ob da ein Bananenbild war. Okay, ja. Davor war auf jeden Fall eins, aber ich bin ja nicht mehr reingegangen. Clear. Nee, doch nicht. Nee, ist nix. Nur ein Loch in der Wand. Kann ich leider nichts mitmachen. Ja, sieht aber sehr, sehr steril aus. Ist ja auch keine Schatten, dass da irgendwo was sein könnte. Ja, schon, ja gut. Dann halt, ah Moment, vielleicht kann ich die Sachen auch kaputt schießen. Ich denke mal ja nicht. Nein. 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 Na gut, okay. Dann ist dem halt so. Nein. Und weg. Jut, 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 jut. Kann ich vielleicht irgendwie rausspringen? Nee. Einfach so ein kleiner Vorsprung, ne? Aber ich finde es gut, dass die Bilder wenigstens unten bleiben. Ist dann auch sehe, welche ich schon runtergeballert habe und welche noch nicht. Ich will jetzt jedes verkackte Bild ausprobieren. War hier noch ein Bananenbild drin? Ich glaube nicht, da war nur die Tussi drin. Kann ich dich runterhauen? Vielleicht nicht, ne? Aber ich habe hier noch gar nicht versucht, ne? Macht's, macht's. Ich kann nicht. Komm, geh kaputt, geh kaputt. Kann ich dich davor schieben irgendwie oder so? Geht alles nicht, ey. Das nervt. Und hier die Beine wegtreten, dann kommt da irgendwas Tolles raus. Geld, Macht, Ruhm, Drogen. Da fällt mir so einiges ein.
Warum fällst du nicht runter? Warum? Du bist ja ein verfluchtes Bild. Du musst gefälligst runterfallen. Okay. Dann ist es halt so, ne? Ich brauche noch ein Bananenbild. Ich habe kein Bananenbild mehr. Scheiße. Fuck, ey. Wie viel fehlen mir noch? Ich habe zu viele. Okay. Bleh. Ist aber auch nichts. Aber wirklich gar nichts, abgesehen von dem Scheißteil. Also ich denke mal, ich muss doch irgendwann mit diesen Bildern machen, die sich auf mich zu, beziehungsweise die mir folgen. Oder aber die gar nichts machen. Eins von den beiden Sachen. Aber ich kann doch einfach mit der Uhr sprechen. Vielleicht sagt ihr mir auch noch irgendwas Interessantes. Also was für mich unter Umständen interessant sein könnte. Was ist das denn? Oh, ist halt ein Ausgang. Seht ihr das? Ja, ne? Haben wir doch gerade gesehen. Ich glaube, das ist ein Grafikfehler. Es soll nicht so sein. Andererseits kann es aber auch sein, dass es kein Grafikfehler ist. Und er hält sich da einfach nicht fest. Okay. Kostet ja keine Energie. Von daher gar kein Problem. Ah, ich brauche doch noch so viele, ey. Geh kaputt! Geh kaputt! Warum kann ich dich nicht ansprechen, ey? Er geht mir voll auf den Keks. Das Level ist auch echt nicht groß, ne? Das ist eigentlich, muss ich hier das Rätsellösung finden. Es scheint aber ein Bereich zu sein, wo ich irgendeine Aufgabe auf jeden Fall nicht gemacht habe. Der Geist soll rauskommen. Aha. Ich kann nicht mehr mit dir sprechen. Warum das denn nicht? Doof. Oh, ich brauche doch hier irgendwas. Irgendwas brauche ich hier, bitte. Din, dün, 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 dün. Das rollt doch ein bisschen wie bei Ape, ne? Fuck, ey. Ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. So eine Kacke. Ach, guck mal hier. Ist mal ohne Scheiß, ne? Da kann man doch hoch. Die Frage ist nur, wie. Warum hält er sich da nicht fest? Weil man da wahrscheinlich nicht hoch soll, ne? Was musst du hier treffen? Das ist das, was sie nach vorne geschoben hat. Aber irgendwie glaube ich auch nicht, dass es jetzt. Das ist, wo ich jetzt absolut hin muss. Das ist auch nichts, ne? Nee, sieht nicht so aus. Okay, gut. Ich komme nicht weiter. Schade. Zu früh gefreut. Ey, ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Ich habe ja keine anderen Funktionen irgendwie oder so. Ich kann mir höchst ein bisschen zugucken beim Spürkestreiben, wenn ich jetzt so lange nichts mache. Los, schau mir zu. Mach was, Jim. Du bist so ein lustiger Bursche. Ey, ich kann nicht so lange still, als geht nicht. Ich hab doch keine Ahnung. Was fehlt mir denn jetzt noch? Wie läuft's denn so? Boah, 17 und ein Euter. Das ist schon nicht wenig. Das ist schon echt nicht wenig. Du bist extremst kacke. Meinetwegen. Boah, wo kann ich denn noch hin? Ja, ich werde wahrscheinlich im Internet nachgucken müssen. Ich weiß es wirklich nicht. Also meiner Ansicht nach bin ich jetzt hier dreimal das komplette Level durchgegangen. Wahrscheinlich irgendwo vergessen, irgendwas mal anzutippen. Der ist betätigt. Aber ich habe null Plan gerade. Fuck, ey. Sowas nervt immer. Ich habe ja niemals den Hinweis, dass ich irgendwo mal eine Murmel sehe oder so. Das ist ja ein Schlimme. Der hat gesagt, ach, bestimmt muss ich da und da lang. Muss ich mich die Uhren vielleicht kaputt machen, aber dann kriege ich ja auch nicht kaputt. Ey,
Auf damit. Fuck. Ich hab keine Ahnung. Scheiße. Vorne kann ich auch nicht wieder zumachen. Also irgendwo, irgendein Rätsel habe ich noch nicht gelöst. Das ist Bananenbildrätsel. Depp. Man darf die Kamera nicht wechseln. Das nervt. Ja gut, kein Plan. Ich werde hier einen Schnitt machen müssen. Also mindestens einen Schnitt. Weil ich gerade wirklich gar keine Ahnung habe. Ich laufe jetzt noch ein bisschen rum und wenn ich jetzt nichts gefunden habe, dann sage ich nochmal Bescheid, weil fürs nächste Mal... Also ich gehe mal nicht davon aus, dass ich jetzt noch irgendwas finden werde, aber fürs nächste Mal muss ich auf jeden Fall irgendwie im Internet mal gucken, wie ich weiterkomme, weil sonst sehe ich hier schwarz. Also bis gleich! Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier gemacht habe, aber schaut mal, wie ich hier reinkomme. Okay, gab auch noch so ein lustiges Geräusch, so ein Brrring. Ich habe keine Ahnung, wieso. Wenn ihr mir sagen könnt, warum das jetzt so ist, ne, dann wäre ich euch sehr verbunden. Ich habe nichts gemacht. egal. Also ich bin nur ein bisschen rumgelaufen und habe so ein bisschen die Bilder gepeitscht. Ich muss mal gucken, ob ich das eine Bild jetzt noch verfolgt. Aber mir fehlen immer noch 11 Stück. Mann! Was ist vielleicht der Hintergrund gewesen? Ne, es verfolgt mich immer noch, okay. Was ist vielleicht der Hintergrund gewesen, weil ich die ganzen Bananenbilder gemacht habe? Aber ich hab doch immer noch keine... Wo sind die letzten 11? Ich raff es zum Verrecken nicht, ne? Egal, wir haben immerhin schon mal alle Euter. Das ist ja schon mal viel wert. Müssen wir hinterher nur den Kack einsammeln. Aber jetzt bin ich auch so ziemlich mit meinem Latein am Ende, wo noch was sein kann. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht mal, wie ich die eingeholt habe. Mit euch doch nicht. Ich will nur mal ein Brrring hören. Das war ein sehr befriedigendes Geräusch. Ich habe gerade schon mit meiner Mutter telefoniert. Alles cool. Ah, nee, hier ist nichts. Aber 11 ist viel zu viel, was mir dafür fehlt. Ja, ich denke mal, ich muss hier aufhören. Ich weiß leider nicht weiter. Tut mir auch sehr, sehr leid. Aber was soll ich machen? Ey, ich hoffe nicht, dass die restlichen Level jetzt alle so sind. Ey, das hier... wie ich erstmal total durchackern muss, bevor ich überhaupt mal was raffe. So ein Kack. Ja, ich gehe nochmal einmal hier überall hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch irgendwas ist. Shit, ey. Ja, du machst Bing Bong, Bing Bong. Eins geht da unten vielleicht die weiße Plane, die jetzt vielleicht weg ist. Vielleicht sind dann genau 11 Murmeln. Na, was hältst du davon? Spiel. Und? Nichts. Okay. Warum ist der Tisch weg? Mit der Ritterrüstung hat es wohl wahrscheinlich offensichtlich doch nichts zu tun. Das Schlimme ist so, wieso, was soll ich denn jetzt nachgucken im Internet? Alle Murmeln, das ist so ein Witz. Okay, da ist auch nichts. Das ist nur mein Verderben. Also ich habe hier noch ein bisschen auf diese Dämpfe da geschossen, ob sich da vielleicht irgendwas entzündet oder so. Ich hier? Hm? Nee. Das ist so kacke, ne, ey. Das ist so kacke, ist das. Komm auch nie weg hier. Tja, gut. Dann, weiß ich auch nicht weiter, wirklich nicht. Kein Plan. Ich war jetzt nochmal überall, wo ich hin konnte. Es ist nur noch eine Option, die mir jetzt einfällt, wo eventuell was sein könnte. Da oben ist auf jeden Fall nichts, da war ich ja gerade schon. Das Schlimme ist, ich muss das ja reproduzieren, wenn ich das nächste Mal alle 100 wiederholen will, ne? Muss ich gucken, wie ich die hier hinbekommen habe. Ich will noch mehr haben. Warum gibt's mir nicht? Der war doch gerade weg! Oder nicht? Ey, ich versteh's nicht. Was ist hier los? Der war doch gerade weg, der Tisch. Ich peil's nicht. Hilfe. Ich geh nochmal rein. Ich bin total überfordert. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Ich hab ja auch nicht reingeballert. Ich weiß es nicht. Ich krieg das doch nie wieder hin.
Ja, okay, hier ist auch nichts. Gut, dann hören wir für heute auf. Tut mir leid, ich habe wieder nichts geschafft. Ich muss das Ganze wieder normal machen. Ja. Ist halt so, weil ich weiche einfach nicht weiter. Ich komme nicht voran. Ah, ja, nee, beim nächsten Mal gucke ich sicher mal zu, dass wir vielleicht beide Level jetzt dann tatsächlich auch beenden können. Und dann vielleicht auch schon direkt zum Endgegner gehen müssen. Aber ich muss mich jetzt im Internet informieren. Ich weiß wirklich nicht weiter. Schade. Schon das zweite Projekt. Aber ne, mit der Nintendo-Logik komme ich nicht so zurecht. Na, aber das ist wirklich trotzdem sehr cool, das Spiel. Also das Level hat mir eigentlich wirklich sehr gut gefallen. Auch wenn ich am Ende nicht weiß, wie ich dieses eine Rätsel mit den Mumen gelöst habe. Aber gut, ich habe es irgendwie gelöst. Und das Interview wird mir auf jeden Fall verraten, wie das funktioniert hat. Gut, aber das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal, ich werde jetzt auch wieder hier mit diesem Federviehzeug 1 beginnen. Weil das jetzt wahrscheinlich noch frischer im Gedächtnis ist. Also, wenn ich aufnehmen werde. Ich denke mal, es geht auch relativ schnell, weil da muss ich ja wirklich nur die Sachen einsammeln. Und wenn ich dann weiß, wo die letzten 11 Stück sind. Da waren nur 11, die mir da nur gefehlt haben, oder? Ja, kurz gucken. Man kann das Steuerkreuz nicht benutzen. Ja, genau, die letzten 11 und hier fehlen mir nur 3. Wenn ich weiß, also hier kann ich mir vorstellen, ich habe hier vielleicht wirklich so eine Bananenmünze übersehen. Mag durch, Münze sag ich schon, ich bin schon im nächsten Projekt, hust. So ein Bananenbild habe ich hier vielleicht übersehen. Da kann ich mir vorstellen, 3 Stück könnte hinkommen, ja. Und vielleicht dazu auch noch den einen Euter. Aber hier. Also ich bin das Level ungelogen. Ja, während ich telefoniert habe, da waren bestimmt 20 Minuten, ich bin der Level bestimmt 12 Mal abgegangen, komplett. Ne? Und irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, waren in einem Raum auf einmal ein Euter und die Murmeln. Und ich werde mir jetzt im Internet rausholen, wie. Aber ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen, wie gesagt. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.